Cash Congress in Leipzig. Alle zwischen Deutsch und Englisch und in eine weitere Sprache übersetzt. Für weitere Details und Informationen, wie die Streams genutzt werden können, benutzt c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit Hashtag C3T. Eure Übersetzer für diesen Talk sind Problem und Florian. Hallo zusammen, ich bin Andreas. Ich präsentiere euch heute etwas über Trusted Platform Modules. Das ist mein GitHub-Account, wo ihr einiges von dem, an dem ich arbeite, finden könnt. Und das ist tatsächlich auch die wichtigste Ressource für alles, über das ich jetzt reden werde. Wer bin ich? Ich arbeite tatsächlich an TPMs beruflich, also ich werde dafür bezahlt. Ich habe zumindest jemanden gefunden, der mich dafür bezahlt. Und ich bin Mitglied der Trusted Computing Group. Das ist ein Industriekonsortium, das eben hier für die Spezifikationen schreibt. Ich habe ungefähr vor 13 Jahren angefangen, mit TPMs zu arbeiten. Ich habe damals vor allem versucht, Sachen für mich selbst zum Laufen zu kriegen. Und das lief nicht so gut, weil die Software gar nicht so gut maintained war. Gewartet war und die Schnittstellen relativ kompliziert zu benutzen waren. Aber vor circa 5 Jahren gab es einen Call for Participation, also einen Aufruf zum Mitmachen, und da habe ich dann mitgemacht. Also es ging darum, was in die Spezifikation rein soll und das Ganze dann auch zu implementieren und zu warten auf GitHub. Und ja, die Ergebnisse dieses Prozesses werde ich jetzt hier ein bisschen erklären. Ja, was sind TPMs? Damit beschäftigen wir uns zuerst und dann schauen wir uns einmal das Thema Credential Protection an, also Autorisierungsinformationsschutz. Und das zweite Thema ist Schutzmechanismen im frühen Bootprozess. Und zu eurer Belustigung und meinem persönlichen Adrenalinrausch spät in der Nacht habe ich tatsächlich ein paar Demos zusammengebaut und da fangen wir jetzt mal mit an. Ich habe ja dieses Stück Shellcode, das ich in die virtuelle Maschine kopiere. Ja, das hätte ich vielleicht vorher vorbereiten sollen und ich werde ein paar Live-Demos machen. Bitte macht nicht das WLAN kaputt, ansonsten hört das hier sehr schnell auf. Also, was sind Trusted Platform Modules? Das ist ein Sicherheitschip, der auf euer Mainboard drauf gelötet ist. Und vielen Dank an Microsoft, wegen denen wir im Prinzip alle Trusted Platform Modules in Consumer Hardware haben, also in Laptops, Desktops und so weiter. Die sind da überall drin und deswegen können wir sie ja jetzt auch benutzen. Das sind Chips mit relativ hohen Sicherheitsanforderungen und es gibt so verschiedene Sicherheitseinstufungen, das ist auf jeden Fall relativ hoch gerankt. Es gab natürlich auch ein paar Sicherheitsprobleme damit. Zum Beispiel haben ja Tanja und David vor 2-3 Stunden darüber was erzählt. Ja, und was kann dieser Chip? Der kann Kryptografie machen, er kann ein bisschen was speichern und er kann Hashwerte beim Booten aufzeichnen. Also es ist ein ziemlich passives Gerät und das ist tatsächlich ziemlich wichtig. Und auf der rechten Seite sieht man ein TPM in Version 1.2. Heute ist es tatsächlich sehr viel kleiner, das Chip-Paket. Ja, sind TPMs gefährlich? Also wir haben ja auf vergangenen Kongressen Argumente für beide Seiten gehört. TPMs ursprünglicher Ruf war relativ schlecht. Man hatte vor allem Angst vor DRM und Steuerung von PCs aus der Ferne. Und was TPMs dann tatsächlich waren, war im Prinzip einfach nur eine Smartkarte, die man dann irgendwie benutzen konnte. Und dann gab es eben noch diese Integritätssicherungs- und Attestierungsmöglichkeiten, die wir uns später nochmal anschauen.
Aber nimmt vielleicht nicht einfach nur mein Wort, sondern auch das von Richard Stallman oder das von der GNU Foundation. Denn deren Schlussfolgerung war, dass das Trusted Platform Modul für PCs nicht problematisch oder nicht gefährlich ist und dass es keinen Grund gibt, warum er das nicht auch unterstützen sollte, sowohl in Software als auch Hardware. Also ich nenne das jetzt mal durch Richard Stallman abgesegnet, was auch immer man daraus jetzt machen möchte. Ja, gehen wir mal los. Credential Protection. Wer von euch benutzt Private Key Kryptographie? Ja, im Prinzip haben jetzt alle die Hand gehoben. Wer von euch nutzt Smartcards oder YubiKeys? Okay. Und wer hat diesen Prozess optimiert, indem er die Smartcard drin lässt oder die Smartcard in Stückchen zerschneidet oder ein YubiKey Nano verwendet? Okay, das sind nur ziemlich wenig. Also für die wenigen von euch, die da eben die Hand gehoben haben, das ist im Prinzip dieselbe Garantie, die er euch ein TPM gibt. Und für alle anderen, der Smartcards, also man kann ein TPM für ein bisschen mehr Komfort verwenden für Public Key Crypto, aber man, ja, für diejenigen, die es noch überhaupt nicht verwenden, die können es ja unbedingt TPM verwenden, weil ihr es eh schon habt und es da ist. Was ist der Gedanke dahinter? Was ist der, also aus Sicherheitssicht bei TPMs? Was wir möchten, ist ist die Authentisierung in zwei Teile zerteilen, ein Beweis, dass man etwas besitzt und ein Beweis, dass man etwas weiß. Der sogenannte Proof of Possession, Possession versus Proof of Knowledge. Der Besitzbeweis ist eben der zweite Faktor. Was heißt das eigentlich? Um ein Proof of Possession, also einen Besitzbeweis zu generieren, braucht man etwas, das man nicht duplizieren kann. Und das ist im Prinzip das primäre Feature einer Smartcard. Das kann euch ein Software-Token oder irgendein Public Key, der irgendwo auf eurer Festplatte rumfliegt, kann euch das nicht geben, weil ihr das ja einfach kopieren könnt, an einen anderen Computer bringen könnt und so weiter. Also das, ja, ihr braucht halt irgendwas, das tatsächlich nicht duplizierbar ist. Und ja, also das ist eben etwas, das die Eigenschaft hat, dass es nur von einer Person gleichzeitig besessen werden kann. Und das wird zum Beispiel auch total wichtig bei jeder Form von Hacker-Kongress, denn Leute bei solchen Konferenzen scheinen ziemlich gut darin zu sein, Passwörter abzuschauen, während er sie eingibt. Und das ist definitiv ein gutes Argument, so einen zweiten Faktor zu haben. Und ja, dieser Besitzbeweis kann im Prinzip übersetzt werden in einen Beweis, dass man seinen Laptop besitzt. Und ja, wenn man es eben dann zusammenbringt mit einem Proof of Knowledge, also zum Beispiel ein Passwort, dann kann das eben zur Authentifizierung verwendet werden. Aber da ist die Frage, was ist, wenn man dann gehackt wird? Das ist im Prinzip das gleiche Problem, was man bei allen Proof of Possession Varianten hat. Für die Zeit, in der jemand in der Lage ist, euer System zu kontrollieren, können sich eben als euch ausgeben, aber das ist eben gebunden daran, also es ist zeitlich begrenzt. Ihr könnt euer System danach zum Beispiel aufräumen und es gibt jetzt nicht so eine Attacke wie, es gibt keine Chance für so eine Attacke wie Heartbleed, weil Leute, die ja, also wenn ihr den, jemand kann euren Key nicht extrahieren, weil der Schlüssel zu keinem möglichen Zeitpunkt im RAM gespeichert ist. Demo-Zeit. Wie kann man das tatsächlich implementieren? Wie kann man von dieser Credential-Schutz benutzen? Das Einfachste ist die TPM2 TSS Engine, eines meiner Softwareprojekte.
Das gibt eine von diesen, das eine von dieser Software, die ich vorhin installiert hat und hat tatsächlich erfolgreich installiert. Das ist nett. Um das zu benutzen, braucht man nur diese drei Kommandos und ich zeige es euch jetzt einfach einmal schnell. Ich benutze keinen TPM-Simulator, um das jetzt zu demonstrieren, sondern ein richtiges TPM. Ich forwarde das aus der virtuellen Maschine. Ja, hin und her schalten zwischen virtuellen Desktops. Was wir zuerst machen? Wir generieren einen Schlüssel auf dem TPM und als nächstes generieren wir ein selbstsigniertes Zertifikat. Und wie ihr alle sehen, die schon mal mit OpenSSL gearbeitet haben, das erste Command ist ein spezielles Command für das TPM, das andere ist ganz normales OpenSSL-Kommando. Das erwähnt die TPM-Engine und die Form des Schlüssels. Wir nehmen das und pasten das auch hier rein. Und das war aus Österreich. Nein. Jetzt haben wir curl. Und curl kann uns tatsächlich verbinden. Curl kann OpenSSL-Engines benutzen. Jetzt lasst euch nicht von dem --insecure verwirren. Ich benutze ein Nginx auf dem Host-System und ich benutze curl, um mich mit dem Client-Zertifikat zu authentifizieren, um zu dem Nginx zu reden. Und wie ihr seht, das ist die Webseite. Als ich das erste Mal gemacht hat, konnte ich gar nicht glauben, dass das funktioniert hat, weil das so schnell war. Und ja, nochmal, um alles zu zeigen, schalte ich nochmal Trace-Logging ein und ihr seht hier ganz viele Informationen, dass die Kommunikation zum Server tatsächlich das TPM benutzt hat. Das nächste. Das hier, warum mache ich das hier jetzt? Natürlich, weil ich das selbst benutzen möchte. Ich benutze TPMs zu Hause für einfachen Bash-Skript-basierten Kram und immer wenn man ein Shell-Skript macht, dann möchte man seine Passwörter da nicht reinpacken, weil man das aus, wenn man zu GitHub pusht oder so, dann sehen andere Leute seine Passwörter, das will man nicht. Das ist ein anderer Vorteil davon. Und die andere Sache, die ich zu Hause machen will, ich habe einen Webserver zu Hause, der ein Nginx, der ein Reverse-Proxy ist, der Dinge forwardet ins Netz und sowas. Und ich möchte, dass dieser auch Credentials sicher speichern kann, sodass nicht die nächste Nginx-Sicherheitslücke alles für mich ruiniert. Und für Nginx ist das tatsächlich relativ einfach. Wenn wir in die Sites Enabled hier gucken, das ist im Wesentlichen nur die Standardseite, dann sehen wir, dass sie bei dieses SSL-Zertifikat und das SSL, den SSL-Zertifikat-Key Schlüssel eintragen und hier schreiben wir das Schlüsselwort Engine und sagen, das ist das TPM-TSS aufgrund irgendwelcher früherer Bugs in Nginx, für das die Leute von Nginx nicht gefunden haben, müssen wir die Engine da oben nochmal spezifizieren. So, wenn wir das haben, können wir einfach Nginx neu starten. Jo, wir starten Nginx einfach neu. Jetzt drehen wir es um. Ich nehme den Webserver auf dem Host-System und versuche damit zu
Natürlich, weil es ein selbstsigniertes Zertifikat ist, vertrauen wir ihm nicht sofort, aber wir benutzen hier einfach das TPM, um auch mit dem Server zu kommunizieren. Cool. Okay. Das ist die einfachste Art, um damit anzufangen, wenn man TPM, die eigenen Arbeitsabläufe mit der Bash oder sowas integrieren will. Der nächst komplexere ist PKCS11. Das ist ein Standard von der Open Group. Das benutzt Firefox, um zum Beispiel mit Smartcards zu reden. Und natürlich arbeiten wir oder dass die Community arbeitet auch an solchen Sachen. Wir haben hier auch jemanden im Raum sitzen, der das macht. Und die 1.0 RC0 Version, das ist auch deshalb etwas komisch, dass die Setup-Tools nicht installiert werden, wenn man Make-Install macht. Also wenn man das hier von zu Hause machen willst, auf Basis dieser Folien, beachtet, dass es hier ein Pfad in das ausgetrackte Git-Repository. Das Einzige, was tatsächlich installiert wird, ist die Library, die später benutzt wird. Aber wir benutzen jetzt hier diese paar Kommandos. Und was wir im Prinzip machen, wir setzen einen Python-Pfad. Dann sagen wir, dass wir die Datenbank in unserem Home-Directory speichern wollen. Dann initialisieren wir das und dann generieren ein neues Token. Das erzeugt praktisch eine Smartcard aus nichts. Und dann benutzen wir es. Sieht gut aus. Ja. Und hier haben wir es. Wir haben einfach eine Smartcard mit diesem zufälligen Smartcard-ID generiert, über die man sich nicht weiter interessiert. Was das Coole daran ist, ich möchte das benutzen, um wie per SSH mich zu authentifizieren. Ich weiß nicht, wie viele von euch SSH-Client-Authentifizierung mit öffentlichen Schlüsseln benutzt. Das ist im Wesentlichen jeder hier. Das ist cool, ja, Hacker-Kongress halt. Und wer von euch schützt seinen Schlüssel nicht mit einem Passwort, sondern benutzt ein leeres Passwort? Okay, ein paar melden sich und für alle, die kann das interessant sein. Wir rufen SSH Keygen auf. Ja. Und das generiert einen SSH-Schlüssel. Und ihr habt das alles schon gesehen. So, ich kopiere das. Gehe in meinen Host. Und hier füge ich diesen Schlüssel hinzu. Das ist alles. Und jetzt gehe ich zurück in die virtuelle Maschine. Ja, virtuelle Desktops in einem virtuellen Desktop. Und dann können wir uns einloggen per SSH. Und hier werden wir den PIN für die Smartcard, die ich ursprünglich mal Label genannt hatte, und jetzt bin ich eingeloggt. Also das funktioniert auch. Um die Sachen noch cooler zu machen, wofür SSH auch benutzen können, wir benutzen es für Git. Git zusammen mit SSH. Also wir nehmen diesen Schlüssel nochmal. Wir gehen rüber nach GitHub. Das ist mein GitHub-Account. Jetzt wird es interessant. Ja, ich speichere Passworte. Sie haben keine Client-Zertifikats-Authentifizierung. Was soll ich sonst machen? Die Sache, die wir hier machen, ich schreibe dieses großartige Shell-Skript, das halt SSH-TPM-Konfiguration generiert und dann
ein SSL-Skript, das SSH mit diesen Argumenten aufruft. Und da sage ich Git, dass er dieses Skript benutzen muss, soll. Also lassen wir es und clone wir ein Repository. Hier haben wir das TPM, diese Aufrufe und noch mehr TPM und da sind wir. Ich glaube, ich habe das mit meinen Tests benutzt, aber wir können jetzt einfach einen neuen Branch anlegen. Nehmen wir es 36C3 now. Geht natürlich nicht, wir müssen erstmal in das Repository wechseln. Wir checken einen neuen Branch aus, pushen ihn zurück. Und es ist gepusht. Und ihr könnt hingehen, könnt auf meinen Account in GitHub gehen und ihr könnt dieses Push da drüben sehen. Okay. Wie ich gesagt, das ist RC0, also da gibt es vermutlich noch ein paar Bugs und Haken und Ösen, bevor wir es releasen, aber es sieht ganz benutzbar aus. Also, was kann man noch machen? Das hier ist im Prinzip BitLocker für Linux. Ich habe das jetzt schon vor mehr als einem Jahr geschrieben und es gab dann einen längeren Merge-Request beim Upstream Crypt Setup-Projekt. Ja, also da mussten wir einige Sachen umbauen, aber ich dachte, ich könnte das hier nochmal zeigen. Also was es macht ist, bei Lux und Crypt Setup gibt es da eben so einen Volume-Schlüssel, Volume-Key, mit dem eben die Partitionen verschlüsselt sind. Und dann gibt es solche Key-Slots auf der Partition und die Schlüssel, die da verwendet werden, sind abgeleitet von dem Passwort, das man eingibt. Und das sieht dann ungefähr so aus, wie man hier in der Mitte sieht. Key-Slot, also Schlüssel-Slot 0 und da stehen dann eben die Parameter drin. Das ist übrigens JSON hier und das ist tatsächlich auch so, wie das in eurem Partitionsset dann repräsentiert ist. Ja, also wir haben hier diesen Schlüsselslot, wie hier auf der rechten Seite. Wir nehmen einfach diesen Volume Key und nutzen einen von den Speicherplätzen in dem TPM, sogenannter Non-Volatile Memory Space, und speichern das einfach da drin. Und was wir dann bei dem OnDisk-Format von Lux geändert haben, ist, dass wir einfach Metadaten da reinspeichern, nämlich zum Beispiel, wie der Index ist von dem Non-Volatile Memory Slot in dem TPM-Modul. Also, nochmal eine Demo. Ups. Also das hier ist der Crypt-Setup-Branch, den ich ausgecheckt habe und kompiliere das jetzt einfach live. Und in der Zwischenzeit vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Das Betriebssystem, das ich in der VM laufen lasse, ist eine Standard-Ubuntu-Installation und ich habe bei der Installation einfach nur Festplattenverschlüsselung mit Standard-LVM Layout ausgewählt. Das nutzt zwar leider immer noch das Lux 1 On-Disk-Format und deswegen muss man die Crypt-Setup-Convert-Option in dem Installationsdialog zur Partitionierung aufrufen, aber dann sollte das einfach alles klappen. Also wir haben es kompiliert und installiert und updaten jetzt das Initram.fs und das nächste Kommando, das wir ausführen, ist dann dieses hier und das Einzige, was anders ist als normal, wenn man bei Lux Schlüssel hinzufügt, ist, dass man dieses --TPM hier hinzufügt. Wir geben unser aktuelles Passwort ein und geben das neue Passwort ein und das neue Passwort wird dann benutzt, um sich zusammen mit dem TPM zu authentifizieren. Wir haben nur noch 5 Minuten, also mache ich jetzt ein bisschen schneller. Beim nächsten Reboot wird mich das System dann nach dem TPM-basierten Passwort fragen. Und lass uns zumindest mal gerade schauen, was hier passiert ist.
Wir sehen hier diesen zweiten Schlüsselslot und der hat jetzt den Typ TPM2. Okay. Eine weitere Sache, die ich noch präsentieren möchte, ist Integritätschecking. Das hat Matthew Garrett am 33C3 vorgestellt. Das ist der Link zu seinem Vortrag. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Dabei geht es darum, dass man die Integrität des frühen Bootprozesses verifiziert, indem man das mit einem QR-Code und mit seinem Smartphone verifiziert. Und ich arbeite da gerade an einer Reimplementierung. Ja, und es ist tatsächlich, ja, öffnet da mal auf euren Telefon bitte jetzt die OTP-App. Oder, also das könnt ihr machen. So, also falls jemand im Publikum ist, der gut im GTK-GUI-Design ist, weil das hier mein Versuch bei dieser ganzen Sache war. Also was werden wir hier machen? Wir werden meine Bindings für PCRs 0 bis 7 schützen. Und das ist der QR-Code, mit dem ich bei jedem Boot überprüfen kann, ob die PCR-Werte zum Zeitpunkt des Boots diejenigen sind, die sie gerade haben, also die, denen ich gerade jetzt vertraue. Also alle von euch können das ja jetzt irgendwie abscannen mit eurem FreeOTP oder Google Authenticator. Also ihr könnt das ja gerade einscannen. Und dann starten wir das System mal gerade neu. Und hoffentlich funktioniert das jetzt auch. Denn der komplizierteste Teil bei diesen ganzen Demos war tatsächlich das Mode-Setting zwischen Grub und Plymouth. So, und jetzt seht ihr hier diese Zahl. Also ist jetzt nicht so groß auf dem Bildschirm. 82688. War das korrekt? Ja, war es tatsächlich. Super. Und das Zweite, was ich jetzt mache, ist, dass ich statt des total sicheren Passworts Andreas 1234 eingebe, was das TPM-Passwort ist, und es bootet tatsächlich mit dem TPM. Ja, man sieht es hier. Also das funktioniert auch mit LUX. Cool. Ich hoffe, das hat euch einen kleinen Eindruck vermittelt, was man alles so mit TPMs heute so anstellen kann. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr da mit dran rumhacken wollt, dann geht auf unsere Community-Webseite. Wir haben auch einen Chatroom mit Gitter. Und da könnt ihr dann mit den anderen Leuten reden, die so an dem Projekt arbeiten. Ihr könnt euch diese beiden Header-Dateien anschauen. Das sind die beiden wichtigsten. Die FAP ist etwas neuer. Und die haben wir gerade in den Master gemerged vor ungefähr einer Woche. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Testet das. Schaut euch die verschiedenen Tools an. Die ganzen Tools, die mit TPM2 unterstrich anfangen, sind im Prinzip einfach nur Command-Line-Abbildungen der API. Und hier ist vielleicht noch ein weiterer Pro-Tipp. Wenn ihr an irgendwas rumhackt mit TPMs und irgendwas geht manchmal kaputt, dann hängt das zusammen mit TPM Resource Exhaustion. Und dieses Kommando hier unten gibt dann wieder internen Rahmen in dem TPM frei, sodass ihr weiterarbeiten könnt. So, das war die deutsche Übersetzung von Hacking with a TPM von Andreas Fuchs vom 36. Chaos Communication Kongress. Wir freuen uns über Feedback, entweder per Mail hello@c3lingo oder über Twitter mit dem Hashtag C3T. Und jetzt geht's weiter mit Q&A. Okay, wenn man diese Verschlüsselungsschlüssel in dem TPM hat und die Regierung beeinflusst irgendwie den Hersteller des TPM, dann gäbe es eine Möglichkeit, den Schlüssel rauszukriegen. Und dann wäre es nicht besser, einen weiteren Key zu haben, dass man den Schlüssel, den man hat, einen privaten Schlüssel,
zusätzlich mit dem Schlüssel dann aus dem TPM hat, sodass man halt beides braucht, das TPM. So dass man wirklich Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, nicht die Schlüssel im TPM hat, weil dem würde ich nicht vertrauen. Okay, also abhängig vom Paranoia-Level ist das definitiv eine nette Idee. Ich muss Windows benutzen, das mit BitLocker verschlüsselt ist und ja nicht. Wie wahrscheinlich ist es, die Schlüssel für BitLocker, wenn ich benutze, die Schlüssel zerstöre, wenn ich diese Tools benutze? Also das hängt sehr davon ab, welche Tools man denn tatsächlich verwendet. Keines der Tools, die ich gerade gezeigt habe, installiert persistente Keys. PKCS2, also die PKCS2-Demo installiert tatsächlich einen Schlüssel und dann verbraucht man natürlich etwas NVRAM-Platz. Und dann hängt es halt davon ab, wie viel, also welche Ressourcen Windows verwendet. Und das könnte dann auch zu so einer Resource Exhaustion Fehler führen. Aber ansonsten löschen die Kommandos, die ich in der Demo gezeigt habe, auf jeden Fall nichts. Und das könntet ihr verwenden. Vielleicht haben wir eine Frage aus dem Internet, vom Signal Angel. Einige Tokens wie YubiKeys haben häufig einen Knopf, den man drücken muss, um ein Proof of Presence, also einen Beweis zu haben, dass man tatsächlich da ist, oder Software, das nicht im Hintergrund benutzen kann. Wie kann man das mit einem TPM machen? Aktuell nicht, aber ich hoffe auf ein TPM mit einer eingebauten LED seit circa 10 Jahren. Vielleicht sehen wir ja mal irgendwann GPIO-fähige TPMs in der Zukunft. Und dann könnte man sowas vielleicht irgendwie bauen mit den GPIOs. Aber bis jetzt gab es nur Forschungsprototypen. Ich habe mal einen TPM auf einem Cortex-M3 implementiert, um den Nutzen von GPIO direkt am TPM zu demonstrieren, aber das müsste man jetzt erstmal fertig entwickeln. Kann man diesen zweiten Faktor implementieren? Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja oder nein? Also man kann Teile von Fido mit TPMs implementieren, also die Basis-Krypto-Operationen, aber es gibt da bei Fido noch proprietäre oder spezielle Datenformate, die, also da müssen irgendwie Zähler hochgezählt werden und die speichert der TPM nicht intern, weil der TPM diese Datenstrukturen, die man bei Fido braucht, eben gar nicht kennt. Aber es gab wohl irgendwann zwischendurch mal einen TPM-Registrierungsmodus, aber das müsste erstmal von irgendwem implementiert werden. Also wenn du an sowas anfangen willst zu arbeiten, dann rede mit mir, ich helfe dir gerne. Ja, also gibt es viel zu tun. Wenn irgendjemand von euch etwas zu tun sucht, dann könnt ihr einfach auf diese GitHub.io-Community-Pages gucken. Und dann klickt ihr einfach auf Software und dann scrollt ihr runter und da gibt eine Liste von, also wir haben eine lange Liste von Programmen, die TPM-Unterstützung haben und da kommt eine sehr viel längere Liste von Programmen, von denen wir wünschen, dass sie TPM-Unterstützung hätten. Und da gibt es viel irgend so einfache Sachen wie GPG. Wie viele verschiedene Schlüsseln oder Smartcards kann man in einem TPM speichern? Ist es nur eine oder kann man mehrere? Also das Nette ist, dass das prinzipielle Konzept bei einem TPM ist, dass er nur sehr wenige Schlüssel speichert, also es ist meistens nur einer und die ganzen anderen Schlüssel sind mit dem Schlüssel des TPMs verschlüsselt auf der normalen Festplatte. Und das heißt, ihr könnt so viele Schlüssel haben, wie ihr Festplattenplatz habt. Oder so viele halt SQLite euch erlaubt, in einer Datenbank zu speichern mit der entsprechenden Indexzahl.
Ich habe eine Frage zu Kernel Upgrades. Wenn ich mein Betriebssystemkern update, kann ich irgendwie messen, was der Kernel beim nächsten Boot sein wird und kann dann dem TPM sagen, die Keys des Kerns mit den nächsten zu ersetzen? In der Theorie ja klar. Also das ist theoretisch, also aus der Theorie-Sicht her nicht so kompliziert. Aus der Ingenieurssicht schon, weil man die Referenzwerte vorab wissen muss und die ganze Measurement-Kette neu berechnen muss. Und das ist eben eine Frage von Reference Integrity Measurement Distribution, also der Verteilung. Ja, das werden wir nicht übersetzen. Also es ist mehr ein Infrastrukturproblem als jetzt ein prinzipielles Problem der TPMs oder der TPM-Software. Wir haben leider nur noch eine Minute und wir haben eine Internetfrage. Wenn ich dem TPM in meinem Gerät nicht traue, kann ich es einfach auslöten und durch eins von vor allem vertrauenswürdigeren Hersteller ersetzen? Ja, soweit ich weiß, haben sie ein kompatibles Pinout und ein kompatibles Protokoll, und das ist eben genau das Schöne an Standardisierung, dass sie kompatibel sind. Also klar, macht das. Also vielleicht nicht bei Intel PPT-FTPMs, die sind in der Management Engine und oder die hängen mit der Management Engine zusammen, und wenn ihr die rauslötet, dann habt ihr keine Eingabe-Ausgabe. Ja, wenn ihr mit Andreas in Kontakt kommen könnt, nutzt die Website, habt ihr ja gesehen. Vielen Dank und vielleicht noch einen anderen Applaus für Andreas. Damit verabschieden.